Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build-Folge zu meiner Modern Vampire Villa. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute geht's weiter. Yep. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Endlich, ne? Nach den ganzen Specials zu Die Sims 4 werde berühmt, den Previews, den ersten Previews, geht's heute weiter dann auch wieder mit den Let's Builds. So, letztes Mal haben wir hier Rubys, kommendes Schauspielerzimmer eingerichtet, so ein bisschen, natürlich voll in den rubinroten Farben hier, ja, da gibt es gar nicht so viele Objekte, die passen auch noch so ein bisschen rot, aber ich denke, das ist okay, ja, so kann man das machen, natürlich können wir das noch aufhübschen mit den Objekten dann aus dem werdeberühmten Erweiterungspack und das entwickelt sich ja eh durch das Let's Play dann, wenn wir hier den umziehen, ja. Und so sieht das aus. Letzte Folge, wie gesagt. Heute geht's weiter. Ich habe mir gedacht, wir richten heute weiter ein. Das Zimmer von Violet hier oben. Das ist noch völlig roh. Ich habe nur mal so ein paar Objekte rein platziert, die ja die Kräuterkunde-Fähigkeit macht. Ja, und da brauchen wir einen Grill. Und jetzt ist natürlich die Frage, stellen wir den raus oder rein? Sinnvoll wäre natürlich, den rauszustellen. Aber ich glaube, wir probieren das mal, ob wir den nicht irgendwie drin auch reinmachen. Weil das ist ja so eine Vampir-Kräuterhexe. Und ich würde ganz gern auch den richtig geilen Grill hier nehmen aus Sonnenterrassen. Vielleicht können wir dann da auch noch den irgendwie da reinbauen und dann noch so ein Abzugselement da irgendwie reinbauen, damit das irgendwie ein bisschen cooler aussieht. Ich würde ihn jetzt mal spontan hier hinstellen, das Regal eher da nach hinten. Vielleicht können wir auch da so eine Art Regalwand oder sowas machen, wo wir die ganzen hergestellten Objekte dann oder so platzieren, also diese Fläschchen da, diese kleinen. Und da würde ich dann auch gucken, dass wir hier dann aus der Küche und so einen Abzug nehmen. Es ist natürlich immer so ein bisschen gefährlich mit dem Grill im Innern, ne? Macht das nicht nach. Wir sind hier in Sims. Aber ich glaube, das könnte ganz gut aussehen, wenn man da irgendwie sowas reinmacht. Ist ja eine Modern Vampire Villa, deswegen würde ich jetzt auch mal so irgendwie sowas nehmen hier oder so. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Ja, ist schon noch ein bisschen klein dann, ne? Ist schon noch ein bisschen klein. Der ist ein bisschen zu hoch, aber der ist eigentlich auch ganz schön. Den haben wir auch schon unten in der Küche genommen. Aber der ist echt irgendwie zu weit oben, ne? Schade, dass es echt den nicht irgendwie mit längerem, ja, gibt. Aber ich finde das jetzt immer noch am coolsten, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen noch sowas, dass man da noch was hat hier, ne? Dass es nicht so aussieht, wenn das hier volle Kanne irgendwie in der Bude so ein Grill steht. Wir müssen auch mal gucken, vielleicht machen wir auch da am besten dann einen Rauchmelder dann auch rein, dass das irgendwie, gut, ein Rauchmelder direkt über den Grill ist total dämlich eigentlich. Das hat man früher immer gemacht, weil die Rauchmelder in der Nähe sein mussten in früheren Sims-Titeln. Ich würde den mal irgendwie hier rein machen, damit es auf jeden Fall drin ist. Und Vorbeugungssystem wäre auch nicht schlecht, dass man das nochmal drin hat. Falls es dann doch mal brennt, dass man irgendwie was hat hier, ne? Das wäre zumindest mal sinnvoll. Ja, ja. Erstmal so grob, ne? Die Einrichtung, wie gesagt, hier natürlich müssen da auch noch ein bisschen die, alles so ein bisschen eingerichtet werden. Aber ich möchte mal erst die Objekte platzieren, damit wir den Platz da richtig ausnutzen können. Ich würde auch hier, glaube ich, dann, da haben wir doch diese neuen Schiebetüren bekommen mit dem Update. Können wir die doch da reinmachen? Hat man da so ein bisschen so ein abgetrennten Bereich für das, für die Kräuterkunde. Und wo ist denn die Schiebetüren? Ich gehe mal in die mittleren. Ich glaube, wir haben die auch in mittlerer Höhe bekommen, ganz genau. Und die machen wir, glaube ich, auch dann schwarz. Das sieht dann noch am besten aus. Ich würde das jetzt aber mal so rumdrehen. Ja, wie dreht man die um hier? Was geht hier? Mit Punkt und Komma kann man die drehen. Ja, ich mache jetzt hier mal diese Tapete hin. Ich finde die ganz toll. Hier ist es eigentlich egal, da haben wir jetzt diese schwarzen Ränder, damit die Fenster weniger Rahmen haben. Aber da müssen wir natürlich noch eine richtige schwarze Tapete nehmen oder irgendwie, ich guck mal, was wir da noch haben, dass man das noch besser hier irgendwie macht. Nee, nicht Packs, Farben, schwarz. Schwarz hier, schwarz, einfach schwarz hier. Ah, unten ist das nicht schwarz. Wenn wir sowas vielleicht nehmen, hätten wir noch so ein bisschen Schnörkel mit drin und die reflektiert auch so ein bisschen, das ist gar nicht so schlecht. Oder machen wir die mal? Die ist zwar nicht ganz schwarz, sondern eher so grau. Aber ich denke, das läuft dann so, ne? Und da könnte man auch nochmal gucken, ob wir da nochmal irgendwie sowas damit reinbringen. Gibt es die eigentlich auch in Violett? Das müsste ich gleich mal gucken, weil ich glaube, ne, die haben wir nur so rosa Tönen und Gold. Wobei Gold auch immer ein Thema ist, ne? Goldstone und so, ich möchte das gerne so ein bisschen durchziehen, muss ich sagen, ja. Ich würde, glaube ich, mal dann den Raum dann auch so probieren. Oder jetzt hier beim Grillen wäre es besser, wenn man da wirklich mal auch vielleicht sogar so einen schönen modernen Stein oder sowas nimmt.
und dann im Rest des Hauses da das quasi dann so irgendwie macht. Jetzt probiert das mal aus hier. Wir machen das mal so, dass wir da auf jeden Fall so eine Wand haben, die so ist. Und dann können wir auf der anderen Seite, also in diesem Zimmer dann, in diesem Zimmer, das ruckelt ja immer noch hier mit den Tapeten. Dass wir da dann vielleicht sowas oder sowas noch irgendwie mit reinbauen. Ne? Wobei, ich finde das Schlichte irgendwie besser. Das ist mir fast schon wieder zu kitschig vampirmäßig da, ne? Jetzt gucken wir hier mal, ob wir da einen schönen modernen Stein finden. Da ist natürlich der aus Fitness-Accessoires gar nicht so schlecht. Und damit wir die Kante hier schön haben, nehmen wir da dann noch, irgendwie gibt es hier auch, gibt's auch Violett, ne? Da wäre nämlich nicht so schlecht, dass man das noch irgendwie so ein bisschen da plastischer macht hier. Das ist so ein bisschen, ich würde es gerne modern einrichten. Ich weiß, so ein Grill, es ist schon komisch, alles, das ganze Haus ist irgendwie komisch, aber er wisst, wie ich meine, ne? Dass man das irgendwie so macht. Wobei es auch praktisch wäre, wenn man die dann hier überall hatte. Dann kommt da ein bisschen mehr Pep rein. Die ist ja noch Teenagerin. Ich glaube, bis das Haus fertig ist, ist die auch noch Teenagerin. Hat man da gleich die Ecken ein bisschen kaschiert. Wobei mich das hier schon wieder stört, weil die nicht gerade ist, sondern so komisch schräg da ist. Ne? Das ist so ein bisschen schade. Gut, hier erkennt man die eh nicht. Wir könnten die aber auch an diese Wände hier hin machen. Dann sieht das noch rahmenloser aus. Weil das so ein Gestaltungselement dann ist, diese Säule und weniger, ne, diesen Fensterrahmen. Und dann sieht das irgendwie gewollter aus. Wir brauchen hier natürlich dann auch noch Türen. Da würde ich dann auch wieder die Balkontüre, die von hier da nehmen, da. Ich habe einen Weitblick. Glastür, ich habe einen Weitblick. Ja. Und die machen wir mal, ich würde die, glaube ich, hier hin machen, weil das Bett sehe ich eher, ne, warte mal, hier haben wir ja die Tür, die Zimmertür, ne, dann ist es besser, wenn das Bett ein bisschen weg ist von der Zimmertür, also hier in dem Eck. Yo. Okay, jetzt gucken wir hier mal, da gibt es dieses Bett hier, das ist ganz schön, finde ich, das hat so ein bisschen was Mädchenhaftes, irgendwie durch diese Vorhänge, und es ist jetzt leider, ja wirklich, halt, ja, Holzfarben. Deswegen gucken wir hier nochmal rein. Das ist natürlich genial auch. Das ist ja, das ist modern und hat einen Gold-Touch mit drin. Goldstone. Die Goldstone-Ära wird fortgesetzt. Und wir haben natürlich auch noch das, aber das haben wir schon bei Violet auch genommen. Glaube ich, ne? Das haben wir bei Violet genommen, ne? Haben wir da das, oder? Ne, da haben wir das Weiße genommen, stimmt. Das schwarz-weiß-goldene. Ja, das wäre auch noch cool. Das hätte auch noch mal so einen Touch irgendwie. Aber das geht mir schon zu sehr ins Rosa rein. Es geht noch. Ich fand jetzt aber das hier irgendwie passender. Das ist schwarz und violett und dann so ein paar Rot-Touch, Gold-Touches mit drin. Touches hier, voller Touch. Und ich würde auch gleich mal gucken, dass wir da wieder so eine schöne Palme auch reinnehmen, damit das gut aussieht. Ja, die machen wir, glaube ich, in weiß. Das macht das Ganze auch so ein bisschen lockerer irgendwie und ein bisschen offener, finde ich. Jetzt gucken wir hier mal nach den Kommoden. Da brauchen wir durchaus ja auch noch eine. Wäre zumindest nicht so verkehrt. Da passt natürlich dann der auch ganz gut dazu. Ne? Gleiches Pack. Man müsste das jetzt hier nicht machen, weil wir haben hier eh schon Violett. Das wäre schon, ne? Und man könnte das vielleicht so machen, dass man den hier so irgendwie reinbringt damit. Und ich glaube, da passen sogar zwei daneben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Zwei nebeneinander. Das wäre doch nicht schlecht. Das ist wie so ein kleiner, begehbarer Kleiderschrank. Das Zeug da, das hauen wir mal weg. Ich weiß noch nicht, ob wir das irgendwie noch mal da verwenden oder so. Aber ich finde das, vielleicht könnten wir das irgendwie noch. Ich würde gerne halt so ein bisschen was Strukturmäßiges noch mit reinbringen. Ich finde das immer ganz schön, dann sieht es nicht so flach aus und irgendwie, aber ich muss mal gucken, wie das aussieht hier insgesamt. Das hat auch irgendwie sowas von so einen Abschluss oben eben und auch man könnte da so Lampen reinsetzen, dass von oben so indirektes Licht irgendwie kommt. Das ist so die Idee. Das Ding steht jetzt natürlich ein Stück weit ab. Aber so von der, wir probieren es einfach aus. Wir probieren, ja. Und es darf halt auch nicht zu sehr flackern, das ist immer das Scheißding bei dem. Ja, oder wenn man da echt die schmale hinhalt, da müssen wir mehrere packen, ja. Und das würde auch gehen. Ich probiere es mal aus, wie es aussieht mit kleineren oder beziehungsweise normal großen. Kann man das hier immer so machen. Man darf die auch nicht zu hoch machen, sonst gucken die echt oben raus.
auch gleich nochmal testen. Gut, hier müssen wir auch nochmal dann ineinander platzieren. Na toll. Sieht jetzt aber hier besser aus, finde ich. Hier sieht besser aus, oder? Die ist ein bisschen zu breit da oben. Wobei das Große auch was hat, weil das dann noch mehr präsent ist. Man könnte da auch, das ist auch so eine Idee immer, man könnte da auch mit den... Man könnte es auch als Vorhangleiste quasi verkaufen, sag ich mal. Ne? Dass das so eine Schiene ist, wo die Vorhänge drin hängen. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Müssen wir mal ein bisschen gucken, dass das hier schön sauber ist. Das will jetzt da nicht ran, Mann. So. Probier das mal. Ich finde es so auf jeden Fall mal besser als die großen. Und ob es überhaupt reinkommt, gucken wir jetzt. Denn ich möchte jetzt mal gucken, ob die Vorhänge da überhaupt reinpassen. Da gibt es bestimmt welche, die da reinpassen. Aber wir müssen gucken, ob das auch die sind, die uns gefallen. Man könnte natürlich die reinmachen, ne? Das wäre noch das Leichteste, sage ich jetzt mal. Weil die sind so schön filigran. Am besten wäre es aber natürlich, wenn wir hier so ein bisschen was... Ja, ich sehe Violett wirklich mehr ein bisschen wilder oder so ein bisschen, ne, so ein bisschen Kräuterhexe-mäßig. Also das darf gern so ein bisschen bunter sein oder so ein Stück weit auch verrückter, sage ich jetzt mal. Das gucken wir uns einfach mal an. Ich finde die jetzt gar nicht so schlecht. Man verwendet die irgendwie nie. Wieso gehen die jetzt eigentlich nicht nach oben, wie ich den will? Probier's mal mit dem Höhenverstellschied. Ja, die hängen auch oben drüber. Verdammt. Das fände ich nicht schlecht. Das hat auf jeden Fall was. So ein bisschen Hippie-mäßig auch, ne? Es geht ja auch in die Richtung Kräuterkunde und so. Was irgendwie Natur. Und das ist schon nicht schlecht, das Ding. Also das geht, das ist schon cool irgendwie. Vielleicht können wir das auch für das Bett oder so verwenden. Ich weiß noch nicht. Schade, dass die wieder halt zu hoch sind einfach, ne? Wenn man die vielleicht so macht. Müssen einfach mal ausprobieren, wie das aussieht. Ich bin da auch immer erstmal. Und. Aber ich bin da wirklich. Ich zwinge mich da dann auch selber ein bisschen dazu, weil ich sage, hey, man kann es doch nur richtig machen. Man kann es doch eh wieder rückgängig machen. Wenn es dann doch nicht passt. Und ja, wieso denn nicht mal ausprobieren? Es ist halt immer so eine Schwierigkeit, ob es dann wirklich auch gut aussieht. Na klar. Aber man kann es ja durchaus probieren. Probieren. Man könnte auch hier, ich würde ja mal gar nicht mal so rigoros irgendwie sein, dass ich sage, ich hänge da jetzt nichts irgendwie an die vor die Fenster. Man könnte da ja durchaus irgendwie auch so eine Art, ja, dass man da nochmal so eine Leiste macht, wie mit so einem Regal oder so. Das würde ja durchaus auch gehen, dass man das so ein bisschen abschließt hier irgendwie, muss ich sagen. Dass man das irgendwie so macht vielleicht. Ausprobieren, Leute, ausprobieren. Ich mach's jetzt mal so unsauber, sag ich mal, weil das ist ja die Schräge. Könnte man das so irgendwie machen und die dann da reinsetzen, ne? Eventuell. Dann hat das so ein bisschen so einen Abschluss auch. Ey, guck das Ding mir wieder da sonst wohin. Ja, es ist so, es soll halt auch nicht zu hippie-mäßig werden. Das ist immer die Geschichte dann, ne? Ja, also ich finde die Vorhänge total passend, weil das auch so mit dem Grün da irgendwie mit drin ist. Vielleicht können wir denn die da irgendwie in das Kämmerlein da so ein bisschen reinmachen. Und wir machen das Schlafzimmer dann irgendwie, ja, neutraler, sage ich mal. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber hier passen die auch nicht wirklich. Die sind halt nicht für die Vorhänge gedacht, ne? Also für diese großen Fenster. Ist das wieder blöd hier, echt mal. Probieren. Gerne schreiben, was ihr davon haltet, auf jeden Fall. Wir hätten auch noch die hier. Die könnte man auch schön in diese Leiste da, glaube ich, reinhängen, so in Anführungszeichen. Aber die sind auch so ein bisschen kindlich dann wieder und die sind auch nicht so... Ja, das könnte dann auch hier irgendwie integriert sein, in diesen Schrank da, dass man da so ein paar Vorhänge hat. Vorhänge sind halt schon auch wichtig, weil man die halt eben schon irgendwie da drin auch braucht, ne? Jetzt haben wir da diese Großstadtleben-Vorhänge und die passen ja von der Höhe her ganz gut da rein. Dass man die eventuell nimmt, die Frosche hier, ne? Die würden schon sehr gut passen auch. Die haben so ein bisschen was Verspieltes drin, sind aber trotzdem irgendwie, sage ich jetzt mal, modern, also schlichter.
Ja, dann will ich aber die hier wegmachen. Wobei wir die auch da oben dann hinmachen könnten. Wieso nicht? Hat man diese hässliche Stange da nicht mehr? Das wäre auch noch möglich. Irgendwie so, ne? Das wäre auch nicht schlecht, wenn man das ein bisschen reinbaut. Ich probiere mal. Ist das blöd, dass die so blöd ineinander da hängen dann, ne? Das sollte man wirklich nicht tun. Und die flackern nicht mal, das ist ganz praktisch. Ja. Oder man, die flackern schon, aber man zieht's nicht. So rum gesagt, ja. Okay, wir gucken mal jetzt da weiter, dass wir die noch ein bisschen schöner hier machen. Ja, ich glaube, so mache ich das. Ja, so finde ich das ganz schön. Hat das oben auch irgendwie so einen Abschluss. Mir gefällt das ganz gut, wenn das so einen Abschluss irgendwie hat. Man bräuchte dann die Leisten jetzt auch nicht mehr wirklich, aber geht halt jetzt so mal da dran, ne? So. Und so. Ja, dann hat man das drumrum. Ich will das auch, glaube ich, so machen. Jetzt versteckt man da wieder die Säulen, ich weiß. Aber das ist eigentlich auch noch besser sogar. Wenn wir da dann, da lassen wir die dann weg. Wenn man da dann auch noch, das sieht dann noch durchgängiger aus. Und wenn man die dann so hin und her ziehen könnte, diese Vorhänge. Das ist doch gut. Ja, das Ding muss ein bisschen weiter raus. So, wir tun uns da so ein bisschen voran. wir schlängeln uns hier voran. Und weil das mir so toll gefallen hat mit dem Spiegel, will ich jetzt mal gucken, ob wir die nicht auch nochmal übernehmen könnten. In dieses Zimmer, das wäre ganz praktisch. Das wäre ganz praktisch, ne? Wenn man den hier auch nochmal hätte, wieso nicht? Ich meine, die können sich zwar nicht angucken im Spiegel, aber who cares? Jetzt gucken wir mal, ob wir da auch einen finden, natürlich. Sehr gut. Packe ich da mal zwei nebeneinander hin. Dann können wir das hier so machen. Das ist so eine geile Idee von euch, von der Community. In dem Community Showcase. Sehr coole Deko-Idee. Finde ich richtig geil. Macht richtig was her jetzt auch. Wir haben auch das Gold jetzt wieder drin. Wobei wir hier auch das, beim Bild kann man das nicht umfärben auch. Kann man den Rahmen nicht ändern. Da. Ja, weil wir hier eher das knallige Gold drin haben. Könnte man das auch so machen, weil das ist schon das knallige auch, ne? Ja. Hier ist auch eher das knallige. Ist da ein bisschen zu knallig, aber es ist immer noch das Bessere, ja. Ah, alles ein Kompromiss hier. Jetzt gab es hier drüben noch Kommentare, da möchte ich mal kurz auch drauf eingehen, sonst vergesse ich das wieder. Also man könnte den Spiegel natürlich hier rüber und das hier dahin machen. Das wäre natürlich auch praktisch, weil drüben hat man ja eh einen Spiegel. Dann machen wir das mal so, ich packe mir das mal in die Mitte hier. Packen wir die mal darüber. Erstmal grob. Und ich fand das voll schön mit den Lampen und diesen Bildern da dran. Das sieht so aus, wie wenn die das so das reingeklemmt hätte. Das hat man doch durchaus mal auch, oder nicht? Also kommt hier mal. Das ist doch eine coole Idee. So ist es doch irgendwie langweilig, so unpersönlich. Wenn da Justin Goldson noch dabei ist und hier noch irgendwie so eine Sina oder irgendwie sowas, ein bisschen was. Noch so Kräuterding, das wird auch zu Violet passen. Sind das so Farbkleckse irgendwie? Ich mach den auch ein bisschen tiefer dann, glaube ich, ne? Das wäre schon besser, wenn der tiefer ist eigentlich. Let's do this. Probieren wir es mal aus. Ja, noch ein bisschen weiter zusammen muss das Spiegellein. Das Spiegellein an der Wand. Er ist die schönste Violet im ganzen Land. Wir haben da auch noch, wie gesagt, ein bisschen Luft nach oben, bis die dann wirklich berühmt wird. Diesen Sternen-Star-Spiegel, den sehe ich jetzt da irgendwie gar nirgends, weil wir haben schon so viel Sachen da mit drin. Man könnte das höchstens so machen, dass man den hier in die Wand reinfägt, ne, und dann diesen Star-Spiegel nimmt. Den hier, den man freischalten muss. bb.ignore-gameplay... Unlocks Entitlement. So. Machen wir anders rein, wieder hier rein.
Wir können es mal ausprobieren. Ich würde mal angucken. Der ist schon mächtig. Hätte ich jetzt klein in Erinnerung. Wir haben auch hier so ein bisschen Gold sogar drin. Das wäre sogar genial. Da müsste man das Licht hier nochmal irgendwie ein bisschen ändern. Aber das hat schon was. Ja, das ist schon Star. Ne? Das ist schon mehr Star. Komm, dann machen wir das. Let's do this. Vielleicht können wir da oben dann auch nochmal irgendwie so eine Wandlampe oder sowas reinpacken, damit das nochmal irgendwie mehr beleuchtet wird. Wie sieht die denn aus? Kann man die irgendwie verstecken, wenn man die verkleinert nochmal? Das ist schon das Kleinste, das sieht man immer noch. Das so reinpacken vielleicht. Dann wird nämlich der Spiegel so schön beleuchtet. Das ist schon mal noch alles so ein bisschen schummrig und hier dann so ein bisschen, ja. Wir haben bestimmt dann hier, können wir uns Autogramme aufhängen und keine Ahnung. Also gibt es ja einige Gameplay-Features dann auch, Objekte, die man da benutzen kann. Ist ja jetzt erstmal das erste Ding hier halt, ne? Ich würde auch hier nochmal dann diese verkleinerten Dinger dahin machen. Ich finde das so cool. Da nochmal so ein Licht hat. Wobei hier ist ja der Spiegel eigentlich das Leuchtelement, ne? Aber insgesamt ist halt doch trotzdem so ein bisschen zu dunkel noch. Dann machen wir das da drüber einfach. Ja, jetzt habe ich nochmal einen Kommentar hier, wenn wir gerade bei den Kommentaren sind, dass irgend so eine Esszimmerlampe auch noch bei mir rausbackt. Also das sehe ich jetzt hier nicht. Oh, die ein bisschen hier durch den Vorhang so. Ja, dann machen wir die ein bisschen weiter vor. Und ich glaube auch das Tischchen, der hat irgendwie so eine... No, so ein bisschen muss da noch mehr. Ich sehe da auch echt alles, wirklich. Das ist echt krass. Ist immer noch drin, sag Kramen. Was ist denn der jetzt? Bin ich jetzt blöd oder wie? Ach, da ist dieses andere Objekt noch mit drin. Jetzt, jetzt, jetzt. Stimmt, wir haben den ja so nach oben verschoben, damit der ein bisschen höher aus. Ah, na gut, okay. Habe ich kapiert, dankeschön. Hier backt es jetzt nicht mehr durch, ne? Oder ist das die? Ich weiß sonst nicht, welche Esszimmerpflanze. Weil die backt auch nicht raus. Backt raus. Ja, okay. Haben wir das mal? Haben wir das mal? Haben wir das mal? Okay. Das sind auch schöne Lampen. Die könnte man natürlich auch nehmen, um das noch mehr goldener zu machen. Aber da gibt es ja bestimmt noch irgendwas, was uns dazu dann noch... Ja, das hat jetzt weniger Gold, das Zimmer. Auch so ein paar Kleckse. So, Dalla. Wir können auch die Goldstones... Aber wir können das auch weiß machen. Das wird auch gehen. Das hat dann wieder diesen schummrigen Charakter. Oder natürlich schwarz. Ist auch geil. Fände ich, glaube ich, hier sogar besser, weil der Spiegel war schon ein bisschen arg protzig. Wir haben so ein paar Goldelemente, aber wir übertreiben es mal nicht. Vielleicht können wir dann stattdessen hier vielleicht so ein paar Schnörkeltischchen oder sowas machen. Wobei ich auch hier diese Glastische total toll finde. Weil die auch nochmal sowas Filigranes irgendwie haben. Und natürlich auch aus dem gleichen Vintage Glamour Pack sind. Das ist auch so irgendwie ganz witzig, finde ich, wenn dann überall Spiegel sind und man eigentlich... Oh, die ist auch toll. Also ich sehe Violet schon so ein bisschen... Ich finde das total toll, diese Vintage und dann so ein bisschen... Vampir ist ja auch so ein bisschen crazy, ne? Ist auch so ein bisschen was Verrücktes, Stachel und sowas irgendwie. Das ist schon nicht schlecht. Das ist so nicht schlecht. Ich packe das Ding jetzt trotzdem da drüber. Dieses Ding, das verstecken wir in dem Schrank. Und unser Zauberbuch, das muss hier irgendwie, glaube ich, in die Ecke. Ich finde das auch total genial, weil da sieht man auch so diese Pflanzen irgendwie und das ist vom Stil dann her auch wieder wie der Schrank. Das könnte man auch irgendwie kombinieren, glaube ich. Vielleicht nehmen wir auch den irgendwie mit Schwarz und Gold, dass das doch dann wieder das Dunklere ist auch. Weil wir hier jetzt keinen... Gut, da haben wir das Rot so ein bisschen drin, bei dem anderen war es dann schon so ein bisschen besser, ne? Ja gut, also ich meine, jetzt ist es auch egal, wenn da so ein paar Farbkleckse noch drin sind. Vielleicht sogar ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich das da hinten rein machen soll oder den Grill da hinten rein. Das ist mir so ein bisschen... Ja, so ein bisschen so ein Anliegen, dass das irgendwie schon passt. Aber man arbeitet eigentlich hier mit, ne? Deswegen muss das mitten im Raum irgendwie sein. Aber diesen Schrank da mit diesen Fläschchen und so, das ist schon richtig Kräuterkunde-mäßig und Vampir-mäßig. Deswegen möchte ich den Schrank unbedingt haben. Hinten in der Ecke wäre es eh gut, wenn da der Grill dann irgendwie wäre, dass das auch so ein bisschen separiert ist. Vielleicht. Ja, das ist halt die Frage, ne? Das ist die Frage. Frage der Fragen. Ja, also das Zimmer, da bin ich noch nicht so ganz einig mit mir. Muss ich nochmal gucken. Muss ich nochmal gucken. Ich würde auch hier gerne so einen Tisch irgendwie hinmachen mit so Deko-Objekten, wo die dann das Zeug irgendwie vorbereitet oder so. Ich mache jetzt erstmal wieder das Licht an, ne? Wie wär's? Dankeschön, Daniel.
So. Ja, jetzt brauchen wir noch Kleinkrams. Ich glaube, die gibt es sogar auch. Gibt es die nicht sogar auch in so einem Lila? Das ist eher rosa wieder. Da könnte man die auch noch nehmen und vielleicht dann sogar so ein bisschen kleiner machen auch. Ich finde auch die jetzt mal ganz krass. Die haben auch irgendwie was. Ja, die irgendwie mal kleiner macht und das so als Bonsai-Bäumchen quasi verkauft oder so. Hat irgendwie auch so was Witziges, ne? Weil wenn die auch sogar noch dann so Gold sind oder irgendwie sowas, das wäre dann auch nochmal cool. Das ist irgendwie süß, ne? Dieses kleine Bäumchen da. Na gut, also es ist schon ein Bäumchen. Ich würde die dann trotzdem, glaube ich, mal wegmachen. Ja, es ist... Gefällt mir jetzt auch nicht so gut, wie gedacht. Dann kommt hier so ein Blümchen drauf. Und das ist auch so ein modernes Objekt, auch wieder mit Grün. Das wäre auch noch nicht schlecht, wenn man das irgendwie noch mit einbaut. Weil die ist ja schon so ein bisschen dann, ne? Hier steckt grünmäßig drauf. Könnte man auch das da noch reinbauen, damit man das nochmal... Ups, da läuft die schon wieder raus. Irgendwie moderner macht oder irgendwie... Ich weiß auch nicht. Da muss irgendwie nochmal ein bisschen... Das ist das Zimmer, das ist noch mir so ein Dorn im Auge. Da muss noch irgendwas krasses. Da muss noch irgendwie was... Das ist noch nicht so mein Favorit, ne. Da müssen wir nochmal was machen hier. Da kann ich so nicht lassen. Das ist nicht genehmigt. Das ist nicht genehmigt. Und das aus, wenn der Dinger da hinten steht. Ist auch ein bisschen eng da hinten, weil wir rechts und links dann eine Wand haben. Es wäre schon logisch, wenn der da hinten drin steht eigentlich, ne? Ich finde das immer noch, vielleicht machen wir den Grill auch wirklich raus. Aber ich hätte das gern schon in so einem Kräuterhexenzimmer und da brauchen wir einfach so einen Grill. Oder wir nehmen halt echt irgendwie einen kleinen Grill. Wobei das mehr professionell aussieht. Die soll ja schon professionell sein. Ich möchte es auch eigentlich nicht zu unmodern irgendwie machen. Deswegen, ja, man könnte das natürlich auch hier rausstellen. Dass man es dann nur hier macht. Und dann haben wir da drin nämlich mehr Platz auch für unseren Krams. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, also ich glaube, ich muss die Vorhänge mal rauspacken. Mich stört das auch immer so ein bisschen, dass diese Fenster da so braun sind. Die sind einfach braun. Geht nicht. Irgendwie muss ich die abhängen oder so. Ich weiß auch nicht. Ich würde die aber schon ganz gern nehmen, weil wir die halt draußen auch haben. Also hängt man da die ganze Wand. Also ich bin mit dem Zimmer noch überhaupt nicht zufrieden. Ich freue mich dazu dann auf viele, viele Kommentare. Ach, blöd mit dieser Ecke da hinten, ne? Eigentlich ein schönes Element, weil es so ein bisschen geheimnisvoll ist. Aber es ist halt total schwierig, da irgendwie was... Ja, ich weiß nicht, aber die sind wieder zu hoch auch. Hm? Ja, da fängt schon wieder an hier. Also das so ganz ist das irgendwie auch nicht meins jetzt hier da drin. Ist auch sehr eng durch dieses Eck da hinten. That's the challenge. That's the challenge hier. Eieiei, wie machen wir das denn, Leute? Alter Verwalter, wie machen wir das? Wie machen wir das? Gut, man könnte ja auch... Wobei das auch ein bisschen komisch wäre, das ist schon Rubys Bereich. Wenn man hier dann noch so eine Tür rausmachen würde, dann könnte man auch hier den Grill hinmachen. Dann wäre da an dem Zimmer dran. Wobei das geht natürlich auch auf der Seite hier. Guck mal an. Können wir das doch vielleicht machen so. Dass man hier dann das so rausgeht und da dann irgendwo den Grill hat. Na? Gleich dann ein Statement. Da kann man die ganze Nachbarschaft ja begaffen. Das ist schon schön hier oben doch. Das ist schon schöner als da hinten in der Ecke. Und das dann noch ein bisschen cooler macht. Ja, das gefällt mir schon mal besser, muss ich sagen. Dann ziehe ich hier aber irgendwie den Schrank. Da müssen wir doch nochmal gucken, ob wir das vielleicht dann so machen. Und die Säulen dann... Ja, ich glaube, die mal wieder raus. Ich weiß noch nicht. Das Ding kannst du dann auch den Hasen geben, beziehungsweise dem Baumodus-Verwalter.
Und hier dann irgendwie... Ich würde da hinten ganz gern so Regale machen. Dass man da wie so ein da Regale hin und da Regale. Dass man hier so das, die Sachen hat, die man gebraucht hat. Wie so ein kleiner Schrank da hinten eben. Man könnte auch da... Heute schieben Schiebetüren ohne Ende. Ne, da geht's nicht. Dann haben wir diese blöde Fenster da in der Mitte. Ich dachte, dass wir da nochmal wie so einen Schrank irgendwie machen, ne? Genau. Und dann hier machen wir dann irgendwie das so ein bisschen offener, dass das hier vielleicht sogar steht. Zentral. Da guckt sie dann rein, da hat sie dann noch die Ablage. Ich würde den, glaube ich, mal hier hin machen, weil man spielt eher in die Richtung. Die Uhr, die weiß ich jetzt nicht mehr, die gefällt mir jetzt da irgendwie doch nicht so. Die würde dann eher hier irgendwie passen, wobei ich da auch noch einen Schreibtisch brauche. Der ist hier angedacht oder hier dann da ein bisschen Wand. Ja, also es ist schwierig hier, muss ich schon sagen. Also es ist nicht so easy beasy, wie man sich das vorstellt, glaube ich. Ja, ich dachte jetzt, das flutscht besser. Aber wir haben schon mal eine Richtung, glaube ich, oder? Was sagt ihr? Bitte mal gerne kommentieren, wie ihr das findet. Das war's nämlich für heute und ich freue mich auf eure Ideen. Da bin ich jetzt heiß drauf, was ihr dazu schreibt, was wir hier noch, wie wir das hier machen könnten. Cool. Und dann geht's auch weiter dann mit dem Schlafzimmer, das natürlich noch nicht fertig ist und auch auf eure Ideen noch wartet, falls ihr noch welche habt. Und ja, nächstes Mal geht's dann weiter hier mit der Modern Vampire Villa. Oder natürlich jetzt noch, falls ihr mögt, mit einem anderen Video eurer Wahl. Bis dann, macht's gut. Ciao.